die Luftbildfotografie. Erstmal zur Begrifflichkeit. Mir gefällt der Begriff Drohnen eigentlich überhaupt nicht. Eine Drohne ist sowas, zum Beispiel eine Predator. Die fliegt über Afghanistan und da werden Leute mit umgebracht. Also das, was ich normalerweise sage, ist Multikopter oder Kopter. Aber ich weiß, da kämpfe ich gegen Windmühlen. Ich zeige Ihnen jetzt mal einen ganz kleinen Kopter. Da können Sie ja mal überlegen, ob das eine Drohne ist. Das ist der kleinste Kopter, den ich finden konnte, der eine Kamera eingebaut hat. Den werde ich jetzt mal fliegen lassen. So. Muss man auch noch die Kamera starten. Jo. So, nun geht das los. Das ist zwar ein Spielzeug, aber ein nettes. So geht es also los. So kann man mal anfangen als Copterpilot. Wenn man das halbwegs beherrscht, kann man sich mal überlegen, ob man sich was Größeres anschafft, was dann auch ein ordentliches Bild macht. So, das soll erstmal reichen. Wenn ich Glück habe, lande ich hier. Ne, das mache ich nicht. Ich könnte jetzt auf dem Pult landen. So, danke, danke. Die Kamera muss auch wieder gestoppt werden. So. Also hier sieht man verschiedene Bauarten von Multikoptern. Links der kleine, den haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Das ist ein sogenannter Phantom, das ist ein Quadrocopter, der jetzt zurzeit aus China sozusagen den Markt überschwemmt, weil er relativ günstig und ganz okay funktioniert. Die anderen Kopter ist der Cinequad, das ist auch ein Quadrocopter, der steht auch hier, den werde ich gleich noch zum Schluss vorfliegen. Der kann halt schon eine größere Kamera tragen. Dann gibt es Hexacopter und Octocopter, das unten ist ein ganz großer rechts. Der kann also schon, wem das was sagt, eine Sony FS100 tragen, das ist dann schon ein größeres Kaliber. Die Kopter werden teilweise tatsächlich auch im Kinobereich schon eingesetzt. Also das ist aus dieser Spielzeugecke schon längst rausgewachsen, dieses ganze Thema. Wer setzt Multikopter ein? Also es gibt nach einer groben Schätzung ungefähr 30.000 Leute, die in irgendeiner Form einen Kopter haben. Die Zahl ist so entstanden, dass ich also im Fachverband für Modellflug einfach nachgefragt habe, wie viele Mitglieder habt ihr oder wie viel gibt es insgesamt. Es gibt ca. 125.000 Modellflieger und davon haben ca. ein Viertel schon einen Kopter. So, also fangen wir mal bei 30.000 ungefähr Piloten an. Das ist immerhin schon mal eine Zahl. Kopter werden eingesetzt für Videoproduktionsfirmen, für Fotografen. Die Presse setzt sie auch schon ein, beziehungsweise sie bucht dann einen Piloten, um irgendein Event oder eine andere Geschichte zu fotografieren. Forscher, da gibt es also sehr viele verschiedene Projekte. Gerade was den automatischen Abflug von Wegpunkten angeht, wird viel gemacht. Immobilienmakler, um zum Beispiel einfach ein Haus, ein schönes zu fotografieren, von, sagen wir mal, 30 Meter Höhe oder so, das reicht vollkommen. Dachdecker zum Beispiel, nur um zu gucken mal eben, was ist da eigentlich da oben los auf dem Dach, bevor man einen Steiger kommen lässt. Architekten können einsetzen, einfach um zum Beispiel ein zu bebauendes Gebiet zu planen. Kann man das vorher schon mal, kann man Luftbilder davon machen, dann kann man da digital schon mal planen, wie das Gebäude aussehen würde in dieser Gegend. Landwirte setzen das tatsächlich ein, wozu, komme ich gleich zu. Und Blaulichtorganisationen, Polizei und Feuerwehr haben auch schon solche Multikopter. Also was gibt es? Klar, Luftbilder von Immobilien und Firmen, Videoaufnahmen für Film und TV, also das geht von der kleinen Sendung, Magazinsendung bis zu Filmen wie Tatort und bis auch schon zu Kinoproduktionen inzwischen hin werden diese Kopter eingesetzt. Auch Versicherungen nutzen inzwischen, also Gutachter können in ein Gebäude, was zum Beispiel ausgebrannt ist und nicht mehr begehbar ist, da kann man tatsächlich mit dem Kopter reinfliegen und schon mal gewisse Punkte fotografieren und sehen, was da los ist. Vermessung von Gebäuden ist inzwischen möglich. Sie können also durch Stereofotografie oder durch mehrere Punktefotografie ein genaues 3D-Bild oder eine Punktewolke erzeugen, sodass Sie hinter dieses ganze Gebäude digital vorliegen haben als 3D-Modell. Dann können Sie Lagebilder erstellen. Das ist halt bei Polizei- und Feuerwehreinsätzen wichtig.
wenn jetzt ein Großereignis, ein Großbrand oder also ein Schadensereignis da ist, dass man sieht, was ist eigentlich los, wo brennt es, was ist hier los, wo sind zum Beispiel Brandherde, das ist auch ganz oft so, es ist zwar gelöscht, aber irgendwie kommt immer wieder ein Brand hoch, und dann kann man mit einer Infrarotkamera zum Beispiel das Gebiet überfliegen und sieht, da ist noch ein Hotspot, da ist irgendwas. Search and Rescue, das heißt einfach Menschen suchen, die vielleicht verletzt sind, sich nicht melden können. Auch mit einer Infrarotkamera möglich. Prüfen von Solaranlagen und Hochspannungsleitungen. Also Sie können mit einem Kopter, es gibt ja im Osten riesige Photovoltaikanlagen und da muss natürlich gecheckt werden, funktionieren die eigentlich auch alle, die Panels, weil es gibt da schon eine Ausfallrate von einigen Prozent. Und mit dem Kopter sehen Sie, wenn ein Panel zu heiß ist, das ist kaputt. Das können Sie mit der Infrarotkamera feststellen. Und wenn Sie das dadurch, dass alle Kopter GPS haben und auch Waypoints abfliegen können, können Sie im Prinzip dem Foto eine GPS-Position zuordnen. Dann wissen Sie, da stimmt was nicht, da muss was ausgewechselt werden. Aussetzen von Nützlingen in der Landwirtschaft klingt jetzt erstmal seltsam. Das habe ich neulich gelesen beim Recherchieren. Da gab es tatsächlich Fälle, wo Larven ausgesetzt wurden mit Koptern, um also einen Schädling praktisch zu entfernen, also Larven von Nützlingen, die dann die anderen Schädlinge fressen. Und damit das einfach flächendeckend verteilt wird, haben sie Kopter eingesetzt. Rettung von Rehen vor dem Einsatz von Mähdreschern. Auch eine seltsame Geschichte wird in der Schweiz gemacht. Es sterben also doch anscheinend Tausende von Rehen, wenn Felder gemäht werden, weil die sich einfach verstecken und im hohen Weizen oder weiß ich nicht, einfach nicht gesehen werden vom Mähdrescherfahrer. Da kann man also mit dem Kopter über diese Felder fahren. Das wird auch tatsächlich professionell schon gemacht. Und über Infrarot feststellen, wo die Tiere sind, dann gehen da die Leute hin und verscheuchen die. Und dann wird das Feld gemäht. Dann natürlich Klassiker, Eventfotografie, Sport und Großveranstaltungen, wobei man da einmal aufpassen muss, was die rechtliche Situation angeht, da komme ich aber noch zu. Ja, Vorteile von einem Kopter ist, der ist klein, der kann in den Kofferraum geworfen werden, ist relativ günstig, also die Kopter, die was taugen, fangen so bei 1.000 Euro an. Es geht hoch bis zu 25.000, 30.000 Euro, das sind aber schon sehr große. Aber es ist im Vergleich zu einem Helikopter schon eine andere Hausnummer. Rüstzeit ist minimal, ich sag mal 5 Minuten ist so ein Ding einsatzbereit. Flughöhe von 0 bis 100 Metern ist so das, wo man normalerweise operiert als Kopterpilot. Können Sie mit einem Helikopter gar nicht machen, so tief darf der nicht fliegen über bebautem Gebiet. Und natürlich, die Einsatzkosten sind ganz andere. Wenn Sie einen Helikopter buchen, der muss erstmal anfliegen, der wird pro Stunde bezahlt, der muss wieder wegfliegen. Und Sie können auch nichts wiederholen. Wenn der seinen Schuss gemacht hat, dann ist er weg und dann war es das. Und Reproduzierbarkeit der Flugposition ist auch eine interessante Sache. Sie können sich inzwischen die Flugposition, die Sie, wenn Sie sagen, also das ist jetzt für dieses Gebäude eine schöne Position im Sommer, dann speichere ich mir diesen Punkt ab, fliege ich im Winter nochmal hin und mache nochmal dasselbe Bild aus derselben Position im Winter. Können Sie auch die Höhe und die Position alles abspeichern und nochmal aufrufen. Das sind so die Vorteile. Es gibt aber auch Einschränkungen natürlich. Bei Regen und Böen im Wind können Sie so einen Kopter nicht einsetzen. Regen erklärt sich eigentlich selber, die Elektronik ist teilweise offen. Man kann einen Kopter zwar so bauen, dass er regenfest ist, aber dann kann er andere Sachen nicht. Also man muss sich dann schon entscheiden. Böiger Wind ist eben die Sache, also generell Windstärken über 4 Beaufort ist kritisch, das sind so 20 km/h. Und wenn es dann auch noch böig ist, ist es schwierig, die Position zu halten. Und dann wird einfach die Aufnahme unruhig. Für Foto mag das noch gehen, für Video ist es schwierig. Muss man gerade auf die Zeit gucken, geht ja noch. Sie haben einen sinnvollen Arbeitsradius vom Kopter von 100 bis 200 Metern. Das klingt jetzt erstmal wenig. Es gibt nur so Vorschriften, so dumme Vorschriften, die sagen, der Pilot muss einen Kopter immer sehen. Und zwar muss er auch die Fluglage erkennen, das heißt, wie rum ist er gedreht. Das macht ja auch Sinn, weil Sie müssen ja wissen, wie rum Sie steuern. Und von daher, es gibt durchaus Leute, die weiterfliegen, aber eigentlich im Arbeitsalltag ist das so der Radius, wo man arbeiten kann. Näher natürlich immer, ne, aber so, also schon ab 100 Meter, wenn Sie so ein Ding 100 Meter weit weg sehen, sehen Sie eigentlich nur noch einen Punkt mit ein paar Drähten dran. Also ist schon schwierig. Flugzeit ist halt im Allgemeinen so zwischen 10 und 20 Minuten. Muss man halt auch mit timen. Das ist eigentlich kein großes Problem, weil man nimmt entsprechend viele Akkus mit. Das heißt, nach den 10 oder 20 Minuten landet man, wechselt den Akku, startet wieder, hat wieder 10 bis 20 Minuten. Und wenn man dann so 12 Akkus mit hat oder 20, dann geht das schon. Nur man kann nicht am Stück ein ganzes Event, was 2 Stunden dauert, filmen. Das geht eben nicht. Die Tragkraft ist begrenzt. Also so eine typische Tragkraft von einem Multicopter ist 1 Kilogramm. Das ist so die Klasse, wo Sie mit dem Gesamtsystem noch unter 5 Kilo bleiben. Das hat rechtliche Bedeutung, da komme ich gleich zu. Und Sie können technisch, gibt es Kopter, die also so 6 Kilo und so schon schleppen können. Das sind aber dann
Mördergeräte, die müssen sie auch, du kannst auch nur mit einer Einzelaufstiegserlaubnis überhaupt fliegen lassen. So, jetzt kommen wir hier zu diesem etwas trockenen Thema, aber es ist relativ wichtig, weil dadurch, dass die Dinger jetzt im normalen, ich sag mal, Elektronikhandel oder sogar in Spielzeugläden verkauft werden, geht natürlich jeder hin, kauft sich so ein Ding und fliegt. Und keiner denkt dran, dass er, sobald er abhebt, Teilnehmer am Luftverkehr ist. Und dann gilt die Luft-VO. Und wenn man sich da daneben nimmt, dann gibt es saftige Strafen. Das vergessen manche Leute. Abfluggewicht muss unter 5 Kilo sein, wenn man privat fliegt. Und es muss elektrisch angetrieben sein. Gut, das ist der Fall. Das ist einfach vom Gesetzgeber so vorgegeben. Über Menschen und Menschenmassen darf nicht geflogen werden. Das ist schon mal die erste Regel, die man allen Leuten, die auf YouTube so Videos einstellen, mal an den Kopf werfen würde, weil das natürlich immer missachtet wird. Und man muss als Pilot eigentlich immer mit dem Schlimmsten rechnen. Das heißt, der Copter könnte jederzeit komplett ausfallen. Man weiß es ja nicht. Also man hat vielleicht eine 99%ige Sicherheit, dass er funktioniert, aber das 1% ist halt schon entscheidend. Und wenn ein Copter etwas größer ist, ich sag mal, der wiegt jetzt 4,5 Kilo mit Kamera und der fällt Ihnen aus 100 Meter auf den Kopf, dann sind Sie tot. Also fliegt man so, dass man nicht über die Menschen fliegt und nicht über Menschenmassen, sondern wenn er runter käme gerade, würde er halt auf der Wiese landen oder im Baum meinetwegen. Besser, der Copter ist kaputt als ein Mensch. Es darf grundsätzlich niemand gefährdet oder belästigt werden, versteht sich eigentlich von selbst. Fliegen nur in Sichtweite, habe ich gerade schon erwähnt. So, und dann gibt es noch sowas wie Flugverbotszone, da weiß auch kaum jemand was drüber. Man sagt als grobe Regel 1,5 Kilometer Umkreis von Flughäfen, militärische Sperrgebiete, das ist dasselbe, 1,5 Kilometer, Naturschutzgebiete zum Beispiel dürfen überhaupt nicht beflogen werden. Da gibt es im Internet Karten, wo die ausgewiesen sind, aber da muss man erstmal drauf kommen, danach zu suchen. Also durch Google findet man das, aber man macht sich da sofort strafbar, wenn man im Naturschutzgebiet mit dem Copter fliegt. Das hat den Grund, dass natürlich Vögel gestört werden beim Brüten oder verletzt werden vielleicht sogar. Über Katastrophengebieten und Einsatzgebieten von Polizei und Feuerwehr darf man privat sowieso auch nicht fliegen. Also, oh, da ist ein Unfall passiert, da fliege ich mal schnell drüber mit dem Copter, das geht nicht. Also nicht als Privatmann, da müssen Sie schon vom Einsatzleiter selbst bestellt worden sein als Gewerblicher. Ja, Privatsphäre und Urheberrechte sind ja auch so ein Punkt. Also mit dem Copter in Nachbarsgarten fliegen und die Nachbarin beim Umziehen filmen, ist eben absolut verboten, ist eine Straftat und wird auch dementsprechend geahndet. Also die wenn das ruchbar wird, haben Sie ein Problem. Also ist klar. Beim Start von fremden Grundstücken muss der Besitzer zustimmen, wenn das ein Privatgrundstück ist. Im Prinzip reicht das auch mündlich, aber Sie müssen mal wenigstens fragen. Sie können nicht einfach das Ding aufbauen bei irgendeiner Firma und sagen, so, ich starte mal. Sie müssen das vorher abklären. Und erlaubte Flughöhen beachten. Da kommt jetzt gleich eine Grafik. Die will ich nicht im Detail erklären, aber sagen wir mal, wenn Sie nicht höher als 100 Meter gehen, sind Sie erstmal auf der sicheren Seite. Also die habe ich übersprungen, das stimmt. Entschuldigung. Gibt es da eine spezielle? Ja, die Haftpflichtversicherung ist also Pflicht. Die gibt es speziell für Modellflug. Das ist eine Modellflug-Haftpflichtversicherung. Die haben im Allgemeinen so Schadenshöhen zwischen 2 und 5 Millionen Euro und kosten den Privatmann, ich sag mal, rund 60 Euro im Jahr. Und das ist eine Sache, die kann jeder tragen und das ist auch Pflicht. Die dürfen gar nicht ohne diese Haftpflichtversicherung fliegen. Macht auch Sinn, weil also die normale Haftpflicht, die Sie haben, vielleicht privat, die gilt da nicht, die steht da nicht für ein. Ne? Ja, hier ist zum Beispiel jetzt mal so ein Plan vom Luftraum, wie der eingeteilt ist, also ist ja alles reglementiert. Und das Einzige, wo Sie eigentlich normalerweise fliegen können, ist der Bereich Golf, also G. Und dieses 1000 AGL heißt zum Beispiel 1000 Feet above ground level, also über Grund. Das sind 333 Meter. Theoretisch können Sie also in dem Bereich, wäre es sogar erlaubt, 300 Meter hoch zu fliegen. Theoretisch. Aber dann gibt es zum Beispiel eine Sache, angenommen Sie wohnen in Düsseldorf oder Köln, da ist ein Flughafen in der Nähe, der hat um sich ein Sperrgebiet, eine Kontrollzone, die gilt ab 0 Meter. Das heißt auch, ich fliege ja nur 10 Meter, das zählt als Argument nicht, Sie dürfen da nicht fliegen. Sie können als Gewerblicher, können Sie dann hergehen und sagen, ich muss aber hier fliegen, ich habe einen Auftrag, dann rufen Sie beim Tower an, so lustig es klingt, Sie bitten um eine Flugfreigabe und das müssen Sie auch machen. Also die haben Radar, die sehen Sie und die können Sie auch mit einem Einsatzfahrzeug dann einkassieren, wenn Sie da rumfliegen. Wenn Sie also sehen, über Düsseldorf kreist irgendwas, das kann teuer werden. Also Sie bezahlen den Einsatz dann. Hier ist zum Beispiel so eine Kontrollzone beim Köln-Bonner Flughafen. Da sieht man auch, die ist nicht diese 1,5 Kilometer rundherum, die sind wirklich ein grober Richtwert. Das ist nicht immer symmetrisch, diese ganze Geschichte. Das heißt, Sie gucken sich vorher auf der Karte an, wo darf ich denn fliegen und dann können Sie.
Und wenn sie innerhalb dieser Gebiete wohnen, wird es als Privatmann schwierig. Ne? Und schon das beachtet ja auch schon keiner mehr. Das heißt, jeder, der auf YouTube irgendwo in Köln, im Süden von Köln geflogen ist und das eingestellt hat, der könnte eigentlich schon belangt werden. Beim gewerblichen Einsatz gelten sogar noch mehr Einschränkungen. Sie müssen eine allgemeine Erlaubnis beantragen, die gilt für 2 Jahre und das müssen Sie für jedes Bundesland, wo Sie fliegen wollen, machen. Also wenn Sie in NRW fliegen wollen, bestellen Sie da eine. Wenn Sie dann sagen, ich muss aber nach Bayern, muss da eben einen Einsatz fliegen, müssen Sie da auch eine AE beantragen. Das kostet jedes Mal 200 Euro oder 250. Und Sie müssen natürlich auch angeben, was machen Sie, wofür machen Sie es, was haben Sie für einen Kopter und solche Geschichten. Im Moment gibt es noch keinen Pilotenführerschein, könnte aber demnächst kommen. Maximale Flughöhe ist definitiv 100 Meter, höher dürfen Sie nicht. Wenn Sie innerorts fliegen wollen, müssen Polizei und Ordnungsamt verständigt werden. Und die können Ihnen auch sagen, nein. Also die können Auflagen erstellen. In Köln ist es zum Beispiel so, wenn Sie in Köln fliegen wollen, dann sagen die, ja, Sie können in der so und so Straße fliegen, aber dann müssen Sie die ganze Straße sperren. Also überall, wo der Kopter langfliegt, bitte alles absperren, dann dürfen Sie. So, und da sind also Auflagen, wo Sie dann als Gewerblicher sagen, gut, dann muss ich den Auftrag leider ablehnen, das geht eben nicht. Ne? Startplatz absperren ist generell, das kann aber ein kleines Areal sein, dass Sie einfach, dass da keine Leute durchlaufen, wenn der gerade landet. Ist eine sinnvolle Sache. Bei Kopter über 5 Kilogramm, die es ja auch gibt, wenn Sie eine dicke Filmkamera haben, müssen Sie jeden Start einzeln beantragen, eine Erlaubnis beantragen. Das heißt, es gilt dann schon für einen Tag, aber da muss schon ganz genau festgelegt werden, mit Karte vorher hinschicken, mit Punkten, mit Uhrzeiten, wann Sie wo aufsteigen und dann wird es richtig spaßig. Also deshalb bleibt man in Deutschland immer gerne unter diesen 5 Kilo, auch bei gewerblichen Einsätzen, damit man wenigstens einigermaßen vernünftig arbeiten kann. Also auch hier gilt natürlich, Naturschutzgebiete sind tabu. Sie können dann als Gewerblicher eine Sondergenehmigung beantragen. Rechnen Sie mal mit 4 Wochen Bearbeitungszeit. Wenn es dann regnet, Pech gehabt. Ausblick. Bin ja schon relativ am Ende dieser Geschichte. Also die Luftbildfotografie wird trotz dieser ganzen Einschränkungen natürlich boomen. Also der Boom ist schon im Gang. Und so günstig wie die Kopter jetzt werden und so einfach, wie sie inzwischen zu bedienen sind, wird das ein Massenmarkt. Ganz klar. Und das, was oft mit den GoPros schon gemacht wird, ist ja teilweise auch wirklich überzeugend. Natürlich gibt es dann auch drastisch mehr Kopter im Luftraum und es ist zu erwarten, dass die rechtlichen Bedingungen schwieriger werden für alle. Und vor allen Dingen deshalb, weil eben die privaten Leute sich an nichts halten, dann wird irgendwann mit dem Knüppel draufgehauen und sagen, so, jetzt ist es komplett verboten. Das ist zum Beispiel in den USA passiert. Die FAA hat, alle Flüge verboten. Sie kriegen in Amerika im Moment keine Aufstiegserlaubnis. Da wird zwar geflogen, aber eben komplett illegal. Neue Einsatzgebiete wird es sicherlich geben, von denen wir noch gar nichts wissen. Wovon ich überhaupt nichts halte, sind die Pressemeldungen von, wir liefern Pakete aus mit Koptern, was Amazon und DHL gefeatured hat. Das ist jetzt immer, also wenn man das Wort Drohne in irgendeinen Zusammenhang bringt, kann man sicher sein, man kriegt Presse und man kriegt irgendwie Aufmerksamkeit. Aber jeder, der einen Kopter mal geflogen hat, weiß, dass das Unsinn ist, ein Paket damit ausliefern zu wollen. Erstens, rechtlich geht es gar nicht. Also ein Kopter darf nicht selber von A nach B fliegen. Es muss ein Pilot da sein, der zumindest in Echtzeit eingreifen kann. Und das ist nicht mehr gegeben, wenn Sie den nicht mehr sehen. So, das geht schon mal nicht. Dann ist das viel zu teuer. Also wenn Sie jetzt ein Paket ausliefern, einen LKW losschicken, ist eine Sache. Kostet, ich weiß nicht wie viel. Aber ein Kopter, den müssen Sie ja warten, da muss jemand da sein, der den fliegt. Da brauchen Sie mehrere Piloten, wenn Sie weitere Strecken haben. Und der fliegt 10 bis 20 Minuten. Wo wollen Sie damit hin? Und wie wollen Sie in Deutschland mit einem eng bebauten Gebiet, wie wollen Sie in so eine Straßenschlucht absinken, ohne da jemanden zu gefährden? Also, ne, ist ein lustiger Gag. Haben wir sehr gelacht. Und Dönerkopter hat es ja auch schon gegeben als Feature nach dem Motto, ich bestelle einen Döner und das wird mir vom Himmel geworfen. Muss ich nicht weiter viel zu sagen, glaube ich. So, jetzt gibt es 2 Beispiele, und zwar einmal Luftaufnahmen für Stratmann Wandert, die ich gemacht habe mit Koptern. Das ist ein ganz kurzer Zusammenschnitt, ein paar Beispiele, was man einfach so von der Redaktion her machen kann, um so einen Beitrag aufzuhübschen. Es geht darum, dass eben Ludger Stratmann, das ist so ein Comedian, durch NRW wandert. Und dann zeigt man ein bisschen die Landschaft drumherum. Es gibt dann Interviews mit Stars, die mitwandern, und zwischendurch öffnet sich dann die Landschaft. Und da ist ein Kopter ganz gut für. Das zweite sind Luftaufnahmen für eine Hotelpromotion, die im Ausland gedreht wurden, so Türkei und Fuerteventura. Das ist natürlich auch eine schöne Sache, wo man einfach Hotelanlagen mal von oben zeigen kann, mit Perspektiven, die es sonst nicht so einfach gehen. So, jetzt muss ich leider umstecken. Wollen wir mal schauen.
Soll ich auch den Wandler nehmen oder direkt das HDMI-Kabel? Ja. Sag mir nochmal welches. Ja. Ah, gut. Ich spiele das deshalb mit der PlayStation ab, weil ich es hasse, die Bilder, wenn man vom PC abspielt, die ruckeln immer wie verrückt. Und ich wollte jetzt schon die maximale Qualität zeigen. Dauert halt jetzt eine halbe Minute. Die Steuerung. Könnten Sie kurz dann, weil Sie jetzt doch etwas ausführlicher zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, Journalismus ist ja in keinem Fall Privatgewerbe, auch nicht unter den Gewerbeordnung. Wo wäre jetzt ein Journalist anzuordnen, der Aufnahmen macht? Also ein Journalist würde ja für das Bild, was er macht, ein Geld kriegen, oder? Der würde ja dafür bezahlt. Ja, das ist eine gute Frage, die kann ich Ihnen nicht beantworten, ganz ehrlich. Ich würde trotzdem sagen, es ist ein Gewerbe. Also in dem Fall müssen Sie eine Aufstiegserlaubnis haben. Im Zweifel sind die Bezirksregierungen da eher kritisch. Ja gut, aber es geht ja nicht ums Gewerberecht, sondern es geht nur um, brauchen Sie eine Aufstiegserlaubnis oder brauchen Sie die nicht? Und ich würde sagen, Sie brauchen sie als Journalist. Gehe ich mal ganz, es ist ja auch nicht so ein Riesenproblem. Also Sie melden das an, haben für 2 Jahre die Erlaubnis und halten sich dann an die Regeln, die da vorgegeben sind. In Hamburg gibt es keine AE mehr? Ah, das ist interessant. Ja, da machen eben jetzt wirklich die Länder und die Stadtstaaten teilweise eigene Sachen. Das ist tatsächlich so. So, dann fangen wir mal hier an. Oh, geht das ein Tick leiser? Ich halte mal an. Sonst scheppert es ja so. Machen wir es auf 2 oder so. Runter, ruhig noch leiser. Den ich hier mitgebracht habe, der kann eben auch nach oben filmen. Das war jetzt die letzte Einstellung. Das kann man normalerweise mit dem Kopf da nicht, weil dann immer irgendein Arm mit Propeller zu sehen ist. So, dann müssten wir den Ton mal abschalten. Jetzt kommt die Live-Geschichte. Ach, Sie dachten, der fliegt selber? Nee, das müssen wir so tragen. So. So, man sieht jetzt kann ich hier an dem Knöpfchen drehen und die Kamera schwenkt. So, es geht los. So sieht das ungefähr aus.